Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Ich bin gerade in Gündoğdu und wir schauen uns mal heute hier am Strand die aktuelle Lage an in Gündoğdu, jetzt in der 3. Aprilwoche. Denn wir waren in letzter Zeit kaum hier, also diesen Monat noch gar nicht, und es haben mich auch schon einige Leute angeschrieben, wie es aktuell in Gündoğdu ausschaut. Wir hatten gestern einen sehr, sehr stürmischen Tag. Da hat man auch gedacht gehabt, dass hier vielleicht auch die ganze Ortschaft wegfliegt. Der Samstagsbazar wurde ja auch abgebrochen. Einige haben den Stand jetzt gar nicht aufgebaut, weil dort auch sehr durch den ganzen Wind vieles weggeflogen ist. Ja, und heute haben wir wieder einen angenehmen Tag. Es ist nur noch ein leichter Wind, aber wir haben 22 Grad und morgen auch 22 Grad. Und ab nächster Woche wird es dann richtig warm. Ab Mittwoch sind 29 Grad angezeigt und dann zwischen 27 bis 30 Grad dann ab Mittwoch. Also das Wetter wird viel besser und man merkt auch, dass der Sommer dann auch kommt. Ja, und dann, wie gesagt, wir schauen uns mal hier an, wie es hier zurzeit aktuell ausschaut. Ich kann da mal die Kamera drehen. Hier ist einmal der Weg runter zum Strand. Wenn man hier in die Richtung geht, kommt man in die Ortsmitte von Gündoğdu. Das ist das Royal Atlantis Hotel. Und daneben ist das Diamond Deluxe Hotel. Und wenn man hier gleich unten am Strand ankommt, ist man gleich beim Strandabschnitt vom Diamond Beach. Das sind zwei Hotels, die wir uns schon mal angeschaut hatten und auch dieses Jahr wieder anschauen werden. Demnächst. Was sich da alles dieses Jahr getan hat. Und das Wasser ist auch sehr aufgewühlt. Es ist die rote Fahne ausgestellt. Man sollte nicht ins Wasser gehen, wenn die rote Fahne draußen ist. Es scheint zwar die Sonne, aber es ist frisch hier vor Ort. Im Schatten ist es frisch. Vom Diamond Beach Hotel der Strandabschnitt. Und dann sind wir auch gleich am Strand von Gündoğdu. Wir haben 16.25 Uhr Ortszeit. Also wir haben fast halb fünf. Und da können wir gleich schauen, wie voll es hier noch am Strand von Gündoğdu ist. Also man sieht hier auf den Liegen ein paar Menschen. Und mal schauen, wie es gleich da unten ist. Ja, einige haben auch schon den Strand verlassen, logischerweise. Hat aber auch mit dem ganzen frischen Wind sicherlich zu tun. Und jetzt sind wir hier am Strand von Gündoğdu angekommen und schaut mal, wie windig es hier heute ist. Aber trotzdem sieht man hier die Menschen am Wasser. Es sind schon ein paar Wellen da. Ich weiß jetzt nicht, wie heiß das Wasser ist, aber es sind einige Menschen im Wasser. Von daher, es ist sicherlich nicht so kalt. Und hier ist einmal das Süßwasser. Jetzt steht hier auch endlich mal wieder die Brücke. Aber ganz sicher sieht die nicht aus. Ich kann ja mal testen mit euch.
muss man hier schon vorsichtig sein. Aber wenn man barfuß ist, kann man natürlich so durch das Wasser gehen, so wie die Menschen da vorne. Aber wenn man feste Schuhe hat, dann sollte man hier schon die Brücke nehmen. Wir sind hier genau vor dem Diamond Deluxe Hotel. Die Brücke sieht wirklich aus, als wenn die auseinanderbrechen würde. Ja, man sieht, dass die Leute auch spazieren gehen. Wir gehen hier gerade mit der Sonne im Rücken. Da hat man noch ein tolles Bild. Man kann hier alles sehr gut erkennen in Gildodo. Jetzt um 16.30 Uhr noch. Der Wind ist aber schon ein bisschen frisch, obwohl der Wind vom Süden kommt. Hier sind wir jetzt beim Diamond Deluxe Wandabschnitt, genau davor. Und wir gehen gerade in Richtung Cholatle. Allerdings ist das hier auch ein Bereich, wo man gut angeln kann. Hier kann man viele Seebarsche fangen. An alle Hobbyangler auch. Genau der Bereich hier. Und da sieht man die Leute auch da hinten im Meer baden. Jetzt sind wir beim Nogen Garden Hotel, Strandabschnitt in Gündodo. Gündodo ist von Side an die 10-11 Kilometer wahrscheinlich entfernt von der Hauptstadt, wenn nicht sogar 12. Die Busse fahren im Winter eher weniger, aber jetzt ab April bis November sind die Busverbindungen auch hier sehr gut. Gündodo ist ja auch die letzte Stelle von der Umgebung Side. Nach Side kommt ja Kadriye Belek. Wo man in Richtung Antalya sein sollte. Aber hier in Richtung Side kommt man an Cholakle, Evrenseki und Kumkö vorbei. Und nach Side kommt ja dann Sorgun, Titreengöl. Und dann ist auch wieder bis Kızılac erstmal Schluss. Nach Titreengöl geht es erst ab Kızılac wieder los. Dann kommt Kızılort. Und dann ist man schon im Bereich Alanya. Und hier Gündodo hat auch viele deutsche Urlauber. Es waren 6 Hotels jetzt über den Winter hier auf. Und jetzt haben viele wieder aufgemacht. Das sieht man auch an den ganzen Strandabschnitten. So wie hier beim Crystal Palace Hotel, wo wir hier gerade sind.
Und da vorne gibt es einen sehr schönen Steg. Der Steg vom Resort Hotel. Ich finde ihn immer ganz schick. Der fällt auch richtig auf. Hier in Günrodo. Und ungefähr nach dem Steg ist man dann in Çolaklı. Man sieht hier viele Menschen am Strand. Es ist hier schon einiges an Leben angekommen. In Günrodo. Und oben auf dem offenen Meer scheint es noch zu stürmen, dass hier überhaupt die Wellen noch da sind. Auch wenn die Sonne scheint, es ist sehr wellig. Da sieht man den schicken Steg von Resort Hotels. Und hier scheint noch was zu sein. Sieht auch nicht klein aus, die Anlage, aber welches Hotel das jetzt ist, weiß ich jetzt nicht. Aber viele Hotels machen jetzt die Woche noch auf. Heute hat zum Beispiel das Sultan of Chile Resort aufgemacht in Ebrenzeki. Und am 25. macht das Nazia Resort Hotel auf in Kumköy. Also die Hotels, die noch zu haben, die machen jetzt alle demnächst auf. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um Kindern zu zeigen, was einen erwartet, wenn man jetzt die nächsten Tage nach Günrodo kommen sollte. Wir sind losgegangen beim Royal Atlantis bei Diamond Deluxe Hotel dorthin. Wir gehen gerade in Richtung Çolaklı. Wir sind hier bis zum Fon Resort gekommen. Und da wird sich auch, wie gesagt, die nächsten 10 Tage sicherlich nichts ändern. Von daher, damit die Leute wissen, was sie hier erwartet, wenn man herkommen sollte, nicht vergessen, das Video zu teilen. Und damit die Leute sich auch nicht die Füße verbrennen, sieht es so aus, als wenn man hier komplett den Weg mit Holz Brettern belegt hat, hier beim Fon Resort Hotel. Schaut mal in die Richtung. Ja, und noch hat der Steg zu, aber man sieht, dass es auch ganz herzlich gemacht ist. Der Steg für die Gäste, wie gesagt, der gefällt mir sehr hier, der Steg, auch mit den Loggias, die hat direkt drin. Also ich finde das schon ganz schick gemacht hier. Wie gesagt, der fällt auch richtig auf, der Steg vom Resort Hotel. Und das wäre dann hier
der Blick in Richtung Side. Und ungefähr ab dort geht auch Tolakke los. Dann kommt ja das Bella San, das Bella Resort, meine ich. Das Bella San Resort. Das Syral Sarai, das Syral Garden, das Syral Hotel, das Alhambra Hotel, was man auch von hier aus sehen kann. Das große Hotel, schaut mal, das ist das Alhambra Hotel, dort hinten. Und das ist dann Cholakle. Aber das schauen wir uns dann ein anderes Mal an, den Bereich. Wir gehen ja noch ein bisschen in die andere Richtung. Hier sieht man die Leute Sport machen, wie die Damen hier vorne. Oder Volleyball spielen. Man kann sich also bei dem Wind trotzdem mit vielen Sachen beschäftigen. Und ab Mittwoch soll es dann heiß werden. Wie gesagt, 27 bis 30 Grad ist es dann demnächst. Ich glaube auch, dass der Holzsteg dafür dienen soll, dass man noch mit einem Rollstuhl hier zum Strand herkommen kann. Das hat sicherlich damit zu tun. Hört man auch Russisch, das heißt, die Region hier hat auch einige Russen. Jetzt gehen wir gegen die Sonne. Dann ist das Bild nicht so scharf wie auf dem Weg hierher. Hallo. Also ich könnte ja dann noch mehr die Ortsmitte zeigen. Oder direkt das offene Meer. Und wir haben nach dem Unwetter gestern heute wieder ganz herrliche Sonne. Ja, und Boch, bei diesem Wind, bei 22 Grad, ist der Strand von Gyn-Noordo nicht so unbelebt. Aber ich finde, es sind schon viele Menschen am Strand. Wasser steht auch sehr hoch, alleine schon durch die Wellen. Und das Crystal Palace hat wahrscheinlich neu aufgemacht, denn so viele Gäste sind noch nicht in dem Hotel. Das sieht man auch. Normalerweise ist das Hotel viel voller.
gerade mal, wie die Sonne auf das Meer spiegelt. Und ich denke mal, gestern war das bis November der letzte Sturm dieses Jahr. Und bei so einem starken Wind fällt sicherlich auch der Wassersport aus. Man ja nicht voran. Und für Ende April finde ich es hier schon gut besucht. Normalerweise ist es nicht so voll, weil dieses Jahr. Haben wir schon den ganzen April viele Gäste da. Hier nochmal der Blick in Richtung Side. Jetzt gehen wir weiter in Richtung Antalya, sag ich mal. Denn nach Gündoğdu kommt erstmal gute 20, 25 Kilometer nichts, bis man dann in Kadri ist. Es geht mit Boazkent los. Belek und Kadri. Dann sind wir hier wieder beim Süßwasser. Und hier ist wieder diese Brücke. Nicht besonders sicher aussieht, aber wenn man feste Schuhe hat, so wie ich gerade, kann man die nehmen. Sonst ist der kleine Bach viel zu breit, auch jetzt sowieso nach dem Regen gestern, dass man darüber geht. Weiter also bei solchen Wellen, wenn ihr mal im Urlaub sein solltet und ihr solltet mal so einen welligen Tag haben wie heute, dann meidet es bitte ins Wasser zu gehen, denn man weiß nie, was bei solchen Wellen dort
im Meer an Klötzen zum Beispiel rumschwimmt oder an Brettern. Man kann sich dadurch wirklich schwer verletzen. Von daher meidet es bitte bei solchen Wellen ins Wasser zu gehen. An alle, die bei solch einem Wetter hier sein sollten. Und hat das Hotel hier schon wieder den Namen gewechselt. Bobedan. Hieß das sich letztes Jahr noch Alba Donna. Und ganz früher mal Amara Beach. Hat ja schon wieder einen neuen Namen. Dobedan Beach Hotels. Und hier sieht man jetzt ein paar Stege, denn hier sind ein paar Felsen und Platten los im Meer. Ein paar Meter geht es hier noch weiter in die Richtung. Und hier vorne soll eine versunkene Altstadt sein. Daher wird auch dort vorne am Strand nicht direkt gebaut. Da vorne, schaut mal, da soll eine versunkene Stadt sein. Dort direkt am Strand in Gindodo. Ja, und von hier aus gehen wir dann noch wieder zurück. Denn noch ist es hier ganz unbelebt in dem Bereich, und das alles schauen wir uns mal an, wenn es dann voller ist da. Und hier sieht man die Felsen und Platten ganz deutlich in dem Bereich. Und hier sieht man auch die Leute im Volleyball spielen. Da wird es eine gute Zeit. Es ist eine tolle Zeit, um Volleyball zu spielen.
Und dann haben wir uns heute eigentlich den Strand von Gündodo angeschaut. Am beliebtesten Platz von Gündodo. Der beliebteste Bereich am Strand von Gündodo. Wenn man hier hoch geht, kann man wieder dahin, wo unser Video angefangen hat. Und man sieht, dass da auch jetzt einige Menschen spazieren gehen am Strand. Ja, und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen und fürs Kommentieren. Ich mache hier noch ein paar Aufnahmen, um euch die später nochmal zu teilen mit Kurzvideos und Fotos. Man ist auch nicht jeden Tag hier. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.